Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Attila, unserer kleinen Welteroberungskampagne mit dem Axum-Reich und den Axum-Vixern. Wir sind einmal mehr zurück im wunderschönen Reich von Axum und sind in einer großen, grandiosen Schlacht gegen das Sassanidenreich, das es im letzten Part gewagt hat, uns anzugreifen. Und, das, wie gesagt, uns im letzten Part angegriffen hat. Eine Armee, die im schnellen Marsch befindlich ist und mit der wir uns nun verteidigen müssen gegen diese Horde an sassanidischen Truppen hier. Große Kavalleriekontingente, quasi nur kleine Infanteriekontingente. Die Armee besteht aus 3 Einheiten Infanterie, davon 2 Speerträger und eine soktische Kriegereinheit. Dafür allerdings einige persische Bogenschützen, ich glaube 3 Stück genau, und eine persische Schleudereinheit. Und dafür dann ganz viel Kavallerie, und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Kataphrakteneinheiten und 1, 2 Bogenschützeneinheiten und eine lachmitische Kundschaftereinheit und natürlich den General noch. Das ist natürlich ziemlich krass an Kavallerie. Wir dagegen haben natürlich unsere kleine Armee hier mit den 3 Bogis, die allerdings in lockerer Formation sind, unseren 4 Kavalleristen, von denen 2 Kamele immerhin sind, hey, unseren Torlite-Kriegern und ein paar Speerkämpfern und unseren ganz vielen Afar-Schwertkämpfern im Zentrum. Und natürlich auch unserem krassen General und unseren Adana-Fährtenlesern, die in diesem Kampf noch eine schöne Rolle spielen werden. Ja, ihr wundert euch vielleicht, hey, was ist denn hier bitte schon los? Der Härte her macht wieder nachkommentierte Schlachten. Ja, mache ich. Also nicht immer jetzt, ihr verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass das Ganze hier so zu Gewohnheit wird, aber manchmal kann man das auch schon mal machen, vor allem in Schlachten, bei denen ich mir nicht ganz so sicher bin, ob ich sie denn direkt gewinne und bei denen ich nicht unbedingt alles wiederholen möchte, wenn ich eine schlechte Taktik hingelegt habe. Deswegen, wie gesagt, schlage ich sie so, ohne sie direkt kommentieren zu müssen. Da fällt direkt ganz schön viel Druck ab, könnt ihr mir glauben. Das heißt, bei so wichtigen, quasi schon entscheidenden Schlachten sorge ich dafür, dass ich vielleicht häufiger mal nachkommentiere. Wir werden sehen. Egal, auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Taktik hinein. Also, folgenden Plan hatte ich. Wir könnt ja sehen, dass wir einen relativ schönen Vorteil haben, was das Gelände angeht. Darum habe ich meine Armeen hier so stationiert, habe sie ein bisschen stehen lassen, in der Hoffnung natürlich eigentlich, dass sie sich ein bisschen erholt. Allerdings musste ich feststellen, ups, so, es ist nicht möglich, dass sich eine Armee im schnellen Lauf während der Schlacht, wenn sie die ganze Zeit stehen bleibt, nochmal erholt. Leider. Das bedeutet, wir müssen die ganze Zeit im äußerst erschöpften Modus quasi spielen mit unseren Truppen, was natürlich auch sehr stark auf ihre Verluste abfärben wird. Ich kann die feindlichen Einheiten komplett nicht sehen, was ziemlich nervig ist. Ja, obwohl sie in der Reichweite unserer Bogenschützen sind, kann ich sie nicht sehen. Unsere Einheiten sehen sie lustigerweise, aber wir sehen ihre Einheiten halt nicht. Erst jetzt fange ich an, sie zu entdecken und sehe, dass sie ihre Kavallerie nicht Flanken auf der Flanke bewegen, sondern dass sie ihre Kavallerie quasi komplett bewegen. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Also, die Hunde lasse ich los auf diese Söldner der Savran-Kavallerie und ihr seht, dass sie gleich direkt schön reinhauen können. Ihr seht ja, das, meine lieben Freunde, sind Hunde. Auf Kavallerie, Fernkampf-Kavallerie. Prädikat äußerst effektiv. Im gleichen Moment bekämpfe ich hier mit meiner Infanterie Safran-Kataphrakte, bevor die chargen können. Die sind nämlich direkt vor unseren Truppen stehen geblieben. Die Speerträger kommen hinterher. Hier drüben befinden wir uns in einem groß angelegten Kampf. Ich bewege meine Kamelreiter rein, um die feindlichen Truppen zu flankieren und einzukesseln. Hier habe ich unseren General zur Unterstützung hinzugezogen, da die Kundschaft ansonsten unsere Infanterie vielleicht noch dass sie unsere Infanterie vielleicht noch erledigen könnten. Ja, hier befinden wir uns im schönen Kampf gegen armenische Speerträger und ein paar soktische Krieger verlieren diesen Kampf sogar, weil unsere Truppen halt sehr erschöpft sind und das ist natürlich nicht unbedingt gerade praktisch. Vor allem kommt da noch diese scheiß Safran-Kataphrakt-Kavallerie hinten rein und macht ziemlich großen Schaden. Der feindliche General hier kämpft gegen 2 unserer Infanteristen, die allerdings schon stark geschwächt waren. Der einzige Vorteil ist, dass wir jetzt schön den feindlichen General mit Pfeilen behaken können. Und eine freie Speerträgereinheit haben, die direkt auf den feindlichen General geht. Danach setzen wir unsere Bogenschützen, oder setze ich unsere Bogenschützen auf die feindlichen Fernkämpfer an. Damit sie sich zurückziehen und vor allem ein bisschen Probleme bekommen. Könnten wir auch sehen, dass ich hier versuche, die feindlichen berittenen Bogenschützen einzufangen. Auf diese Art und Weise haben wir weniger Gefahr,
Pfeile der Feinde von hinten reinzubekommen. Denn wir kesseln die Feinde hier ganz schön ein. Und würden sie uns hier die ganze Zeit beschießen, hätten wir echte Probleme, wie ihr hier sehen könnt. Aber hier überrennen wir den Feind einfach durch Überlegenheit, zahlenmäßige. So, diese Safran-Kataphrakte habe ich hier schön zu Tode gejagt. Unsere Kamelreiter werden jetzt auf die feindlichen Bogenschützen angesetzt, die immer noch durch die Gegend rennen. Da war gerade ein ziemlicher Soundlag. Die persischen Bogenschützen hier interessieren sich in Dreck dafür, dass sie gerade von der Seite angegriffen werden. Auch sehr schön. Dafür haben wir hier das Zentrum schon aufgeräumt und den feindlichen General getötet. Oder zumindest zum Fliegen gebracht. Ich weiß nicht, es kam keine Benachrichtigung, dass er gestorben ist. Deswegen weiß ich nicht, ob er tot ist oder ob er einfach nur flieht. Aber hey, da er nicht mehr dabei ist, seht ihr hier, dass die Moral der Feinde auch schon relativ stark schwankt. Hier müssen wir einmal mehr unsere Kavallerie unterstützen, die gegen feindliche Bogenschützen gefangen ist. Die einfach nicht sterben wollen. So, und ansonsten könnt ihr sehen, dass wir relativ guten Fortschritt machen. Das einzige Problem ist eigentlich nur diese Söldner der Safran-Kavallerie, die zwar noch nicht flieht, aber sobald sie flieht, wahrscheinlich uns abhängen wird. Außerdem sind es Armbrustschützen, die ganz schön reinhauen, aber zum Glück ihren eigenen Leuten in den Rücken feuern. Wie gesagt, das Problem ist, wir müssten ihnen eigentlich relativ schnell mal hinterherrennen, denn wenn sie uns entkommen, sie fliehen nämlich jetzt zugleich, wenn sie uns entkommen, dann könnten sie die ganze Armee noch mit sich retten, was ziemlich beschissen wäre. Da fliehen sie. Und damit ist die Schlacht auch schon gewonnen. Alle feindlichen Truppen fliehen. Wir lassen jetzt mal ganz schnell die nächsten 4,5 Minuten durchlaufen. In denen wir noch ein paar feindliche Truppen jagen, wie ihr hier sehen könnt. Aber hey, wir haben es echt geschafft, mit relativ geringen Verlusten unsere Feinde auszuschalten. Das ist der große Vorteil daran, dass unsere Gegner unglaublich viel auf Kavallerie setzen und den Rest, den sie in ihrer Armee noch frei haben, nicht in Nahkämpfer setzen, sondern in Fernkämpfer. Die man dann doch schon leichter, als man eigentlich meinen dürfte, beseitigen kann. Wir haben auch gesehen, wie unglaublich effektiv so eine Hundemeute ist, wenn man sie ordentlich loslässt auf Fernkampfkavallerie. Also ich werde jetzt auf jeden Fall neue Armeen häufiger mit so ein paar Adana-Fährtenlesern mit ein oder zwei ausstatten, werden wir noch sehen. Wie gesagt, um diese Fernkampfkavalleristen möglichst schnell auszuschalten. Es hat richtig gesessen. Die haben wir quasi in ein paar Sekunden haben wir eine gesamte Einheit mit unseren Hunden vernichtet. Die haben danach auch noch relativen Schaden angerichtet. Also, doch, kann sich sehen lassen. Hunde sind geil. Ich sag's nochmal. Sie sind, ich weiß nicht, ob sie stärker gemacht wurden, ob die Adana-Fährtenleser aus speziell starken Hunden bestehen, weil ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass sie in der Vergangenheit so stark gewesen wären. Gucken wir uns nochmal ganz kurz das Ergebnis an. Ihr könnt hier sehen, die feindlichen Kataphrakte haben ganz schön reingehauen. Hier diese zwei zumindest haben über 100 Kills. Die restlichen Truppen haben sogar relativ wenige Leute erledigt, bis auf den feindlichen General. Das sind halt die Kavalleristen, die auf unsere Infanterie gegangen sind. Ihr seht hier auch, bei unseren Afar-Schwertkämpfern hat es richtig reingeknallt, weil die halt einfach direkt auf die Schwertkämpfer gegangen sind. Ihr könnt sehen, die Adana-Fährtenleser haben einfach mal 100 Leute getötet und das dürften größtenteils die Hunde gewesen sein, nicht unbedingt die Bogenschützen. Ihr könnt nämlich sehen, wie viel unsere normalen Bogenschützen hier abgezogen haben. Unsere Kavallerie ist natürlich der Sieger des Tages. Hier 234, 129, 153 Kills. Unsere Infanterie hat auch ganz schön gut reingeschlagen hier. Die Afar-Schwertkämpfer mal wieder. Nur unsere Speerträger, die machen nicht so viel. Die Speerträger sind halt irgendwie dazu da, unserer Kavallerie und Rückendeckung zu geben, feindliche Kavallerie zum Fliehen zu bringen oder zu besiegen. Aber den größten Schaden machen tatsächlich unsere eigenen Kavalleristen dann im Kavalleriegefecht. Aber egal, es ist trotzdem geil. Ha, wunderschön. Wir sehen uns gleich in der Kampagne wieder. Meine Lieben, macht's gut und ja. Freut euch mit mir. Wir haben eine weitere sassanidische Armee quasi komplett vernichtet. Bis auf eine Einheit dieser blöden Safran-Kavallerie. Ich will auch Safran-Kavallerie, Armbrustschützen, Briten. Oh, wie geil ist das denn? Okay, bis gleich. Tschöp. Ah, wundervoll. Das lief doch... Hallo, lief das geil oder lief das geil? Ich meine, leider hat die Armee gerade so noch überlebt, was ziemlich dämlich ist. Aber hey, wir haben sie komplett vernichtet. Die Loser. Oh, herrlich. Das tut gut. Das tat richtig gut. Oh, schön. Da kommt die nächste Sassaniden-Armee an. Aber jetzt haben wir sie erstmal schön verprügelt. Ich denke schon fast darüber nach, nach Meditene vorzustoßen, um uns die Stadt unter den Nagel zu reißen. Beziehungsweise eigentlich niederzubrennen, wie ich es mit Einstädten vorhabe.
Die wir nicht gebrauchen können fürs Erste. Dazu gehört auch Melitene. Melitene ist eine nutzlose Stadt für uns. Bringt zwar Blei, Blei haben wir allerdings bereits, also brauchen wir die nicht irgendwie durch irgendjemand anderes. Und es würde unsere Front nur unnötig verbreitern. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich nicht gegen Melitene vorgehen. Also beziehungsweise möchte ich nicht Melitene besitzen, sondern es einfach niederreißen. Wir müssen nämlich unsere Truppen vormarschieren lassen. Was haben die denn vor? Die wollen uns hinten, von hinten angreifen, ja? Die wollen durch den Süden marschieren. Die haben irgendwelche bösen Sachen vor, die Schweine. Bin ich mal gespannt. Aber hey, cool, wir haben es geschafft, die Sassaniten zu plätten. Das ist schon mal was. Ach, nee, kommt schon. Was ist das denn? Und Makra, natürlich marschieren sie im Süden durch. Ach Gott, seid ihr anstrengend, Leute. Seid ihr verdammt nochmal anstrengend. So, Armee fehlleiten. Hat geklappt, natürlich hat es geklappt. Okay, da ist wenigstens was gescheitert. Da ist wieder was gescheitert. Okay, wir haben ein bisschen Verschleiß. Und eine Rebellion in Syrien steht bevor. Und unsere Söldner kosten jetzt mehr. Geil, was gibt's Besseres als teurere Söldner, weil wir quasi nur noch mit Söldnern spielen. Yay. Okay. Folgendes Problem, wir können unsere Truppen nicht fortbewegen. So, jetzt können wir sie fortbewegen, theoretisch. Ab nach Tarsus also. Werten wir unsere Armee dort direkt mal auf und ich würde sagen, wir gehen weiter hier auf dieses ganze Zeug. Einheitenerfahrung für Infanterie-Rekruten, dann gehen wir hier auf die nomadischen Stämme, denn wir müssen langsam auf die Hüter des Forts gehen. Kriegerelite ist auch nicht so schlecht eigentlich, ne? Bringt uns halt leider nicht so viel. Aber die wichtigsten Zweige müssen wir doch schon durchgehen. Okay, machen wir das also so. Gucken unsere nächste Forschung gerade. Wir haben die Zivil endlich abgeschlossen. Zivil 2 sind damit mit einem höheren Wachstum in allen Provinzen, was sehr gut ist für uns. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf Militärtechnologie, denn wir brauchen auf jeden Fall bessere Militärtechnologien. Erforschen wir also als erstes mal die Gefechtsübungen. Natürlich, wir brauchen Militär 2 für die größere Bewegungsreichweite unserer Armeen und so. Klingt sehr praktisch, den Typen hier versuchen wir mal zu Attentätern. Natürlich scheitern wir, aber ist auch ein Stufe 10 Agent, also so gesehen waren die Chancen von Anfang an nicht unbedingt hoch. So, diese Siedlung wird gestürmt und ausgeraubt. Nachdem wir sie ausgeraubt haben, reißen wir sie nieder. So, wunderbar. Einziger negativer Punkt daran wird jetzt... Ach du Scheiße. Die Oströmer bauen eine große Armee auf, was gefällt mir gar nicht. Einziger negativer Aspekt ist jetzt halt, dass wir... Flüchtlinge bekommen, die die öffentliche Ordnung senken werden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber hey, das wird schon. Und hoffentlich können wir uns die Oströmer bei der Stange halten. Das sieht gar nicht gut aus mit ihnen. Vor allem mit dem Rest der Welt sieht es auch nicht gut aus. Der hasst uns halt immer mehr. Das Sassanidenreich ist uns scheißegal. Ostrom. Ich meine, es verbessert sich langsam mit Ostrom, ne? Durch unser Vorgehen gegen die Sassaniden. Bekommen wir so langsam immerhin einen besseren Stand mit den Römern. Aber ich bezweifle halt sehr, dass sie uns irgendwann nochmal wirklich mögen werden. Ja, ich glaube, sie werden uns den nächsten Krieg erklären. Lang ist nichts mehr hin. Okay, also, rüsten wir unseren General hier drüben mal auf. Verbessern wir am besten hier das hier und senken die Erschöpfungsrate. Hier gibt es also die nächste Rebellion im wunderschönen Syria. Da müssen wir halt mit klarkommen und gucken, wie wir vorgehen werden. Auf jeden Fall werden die Mönchsquartiere in Axung, in Antiochia gebaut. Die brauchen wir unbedingt, um unseren Glauben zu verbreiten, um die öffentliche Ordnung zu verbessern. Oh Mann, und da kommen halt noch ein paar schöne Sassanidenarmeen. Ach ja, wie toll. Nicht. Also, was haben wir sonst noch hier? Wir haben hier den Schrecken der Wüste.
die mich am liebsten weiter nach Westen Osten marschieren würde, die Lachmiden. Ich weiß nicht, ob wir die Lachmiden annektieren wollen oder ob wir sie ausrotten wollen, ob wir Arabia Magna erstmal quasi zu einem leeren Land machen wollen. Probleme stellen jetzt gerade diese Armee da, die Eudaimon angreifen möchte, und Eudaimon ist gerade nicht unbedingt perfekt mit Garnison geschützt. Nee, nicht gerade wirklich sehr. Also sollten wir versuchen, diese Armee fehlzuleiten. Scheitern dabei natürlich kläglich. Marschieren wir einfach mal nach Eudaimon, das wird diese Armee dazu bringen, nach Zafar zu marschieren und so weiter und so fort. Wir kennen das Spielchen ja mittlerweile. Die Frage ist, was machen wir hier in Omana? Ist schon eine gigantische Flotte, die die da aufgebaut haben, ne? Aber theoretisch könnten wir sie, glaube ich, sogar stürmen. Aber das lassen wir mal. Ach, verdammt, jetzt hätte ich. Ja, okay. Aber nächste Runde greifen wir dann Hamusia an. Und dadurch haben wir unsere nächsten Gewürzhafen können, unsere Gewürzkrieger rekrutiert, bla bla bla. Ja. Okay, wundervoll. Nova Trajana Bostra. Du, mein kleiner Freund, hast ein Problem, denn du folgst der falschen Religion. Das wollen wir ändern und deswegen verbessern wir deine sanitären Anlagen, verbessern wir deine öffentliche Ordnung und so weiter und so fort. Problem ist, wir sind hier bei einer unglaublich hohen negativen Nahrung. Da müssen wir echt was dagegen tun. Hier bauen wir erstmal ein Wasserwerk zum Beispiel rein, um die. Wo brauchen wir eigentlich? Brauchen wir irgendwie wieder was, um die öffentliche Ordnung zu erhöhen? Oder bessere Truppen rekrutierbar zu machen? Ha! Erfahrschwertkämpfer oder worauf gehen wir? Kavallerie oder Infanterie? Ich glaube eher auf Infanterie. Naja, die Infanterie, die wir brauchen, die Ork-Krieger lassen sich nicht hier rekrutieren. Hier können wir nur die kuschitischen Schottetei und so rekrutieren. Hier natürlich die Söhne des unbezwingbaren Mam, bessere Speerkämpfer. Ah, hier, die Meskel-Speerkämpfer. Und natürlich brauchen wir Eisen dafür. Das ist das große Problem. Wie zum Deibel kommen wir an Eisen? Handel, glaube ich mal, wäre ganz praktisch. Wir importieren ja einigen Kram. Und exportieren sogar ganz schön viel Zeug. Importieren kaum was. Oder gar nichts. Ah, wir importieren Wein. So sieht's aus. Ja, mit den Franken könnten wir theoretisch was machen, aber alle hassen sie uns halt, weil wir mit den Oströmern jetzt auf einmal. Ach, es ist immer noch so sinnlos. Einfach so sinnentleert alles. Die Lachmiden lieben uns immer noch. Auch sehr schön. Komm, mein Freund, sprecht. Wir sind Männer. Ja, wie gesagt, wie gehen wir jetzt weiter vor, ist die Frage. Ich glaube, Emeka einzunehmen ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wir können damit den Einfluss ihrer Religion verringern und so weiter und so fort. Sobald wir allerdings Antiochia im Stich lassen, kommt diese Armee hier an und wird Antiochia belagern. Und unsere Armee ist noch nicht ganz fortgebildet, deswegen warten wir noch mal ganz kurz damit. Hier marschieren wir, glaube ich, direkt weiter nach Sinope, wobei Sinope noch. Ja. Könnten wir nicht irgendwie Kriegsziele festlegen? Oh, cool. Ich glaube, es ging um Diplomatie-Modus. Kriegskoordinationsziele festlegen. Sehr schön. So, mal gucken, ob die Oströmer jetzt gegen die Lachmiden vorgehen werden und sich Sinope schnappen. Das wäre sehr interessant, wenn wir ihre Aggression quasi die ganze Zeit nach außen lenken könnten. Da wäre ich direkt dabei. So, okay. Wir sollten weiter Gebäude bauen, die die Zufriedenheit erhöhen könnten. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich diese große Stadt hier abreißen werden. Ist ja viel zu groß. Viel zu viel Nahrung verbraucht die. Und ich weiß nicht, wie wir an diese Nahrung rankommen sollen.
Hier könnten wir theoretisch an Nahrung rankommen, würde allerdings die Verarmung und die Unzufriedenheit erhöhen. Und die bauen ein Polofeld und dann Majorefeld. Dass die Zufriedenheit stark erhöht, allerdings auch sehr viel Nahrung kostet, die wir nicht hätten. Ach Mann, ist das kompliziert. Scheiße, ey. Dadurch erhöhen wir die Zufriedenheit, bekommen Nahrung und sowas. Und hier müssen wir einfach den Tatsachen ins Auge sehen, dass wir uns das nicht leisten können, diese ganze Nahrung aufzubrauchen. Das hier wird auf jeden Fall ausgebaut. Obwohl, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr, ne? Doch, 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 Zufriedenheit wird erhöht. Sehr schön. Dann müssen wir hier noch irgendwas bauen. Und zwar möchte ich ganz gerne, Antiochia ausbauen für höheres Wachstum. Wie sieht es aus in der Provinz mit dem Wachstum? Oh, sieht sehr schlecht aus. Naja, okay, hier ist gerade alles irgendwie am Arsch. Die Bevölkerung ist unzufrieden, deswegen haben wir natürlich große Probleme wegen der religiösen Differenzen. Also müssen wir eigentlich Emesa einnehmen. Die Armee wird dann... Naja, die braucht noch ein bisschen, um fortgebildet zu werden. Okay, wir müssen also noch eine Runde warten. Auf die Rebellion, dann nehmen wir Emesa ein. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht direkt. Aber okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben 8 unserer wundervollen Speerträger. Und werden uns noch ein paar Erfahrfährtenleser holen. Die waren nämlich recht praktisch in dem Gefecht gerade eben. Deswegen machen wir das mal. Adana-Fährtenleser. Ich frage mich gerade, ob wir 1 oder 2 holen. Ich glaube, so 2 Hundemeuten sind gar nicht mal so schlecht. Machen wir also das. Dann bauen die langsam noch eine Armee auf. Und dann beenden wir die mal die Runde. Beenden wir die Runde mal so rum. Wird ein Schuh draus. Wenn jetzt die Oströmer beschließen, auch vorzugehen gegen die Sassaniden, dann haben wir vielleicht noch einen großen Vorteil. Mal sehen, ob das klappen wird. Ich bezweifle es, aber vielleicht klappt's. Aber ich bezweifle es, aber vielleicht klappt's. Aber ich bezweifle es. Aber vielleicht klappt's. Ach Gott, jetzt kommen sie mit ihren Scheißagenten an. Ich meine, machen wir auch schon die ganze Zeit, aber pssst. Ah ja. Kannst du bitte die Runde beenden? Oder muss ich jetzt die ganze Zeit den Agenten da zuschauen? Nein, muss ich nicht. Okay, aber ich schicke noch mehr Agenten nach Süden. Dann wird es wohl Zeit für unseren Agenten, dass wir die Melitene ist also nicht mehr ungeschützt. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh Gott. Wieso war das eigentlich klar? Okay, dann würde ich mal sagen, diese Schlacht machen wir im nächsten Part, denn dieser Part ist an dieser Stelle vorbei. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine lieben Freunde, macht's gut und ciao, ciao, ciao. Da, 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 da.